Eine weitere Runde The Kadema Takeover 64 steht an. Jetzt werden wir uns mal diesen Hasen schnappen und ich denke, der wird wie gewohnt hinter dem Schloss sein. Also normalerweise sitzt er da hinten und chillt sein Leben, so wie das an Hans Zier gemacht wurde. Vielleicht wurde der verschwendet, bestimmt verputzt vom Tod. Ich meine jetzt einfach verschoben, aber es kann ja sein, dass er hier ist. Ich denke mal, ja, genau, der ist nicht hier. Genau, das muss auch so sein, denn das wäre auch viel zu einfach. Aber die Tür ist jetzt anders, oder? War die damals nicht anders? Ja, es kann sein, warte mal. Es gibt da sogar einen Durchgang. Ist das ein Durchgang gewesen? Das ist interessant. Ja, es gibt einen Durchgang. Ist das durchgängig? Nee, das ist nicht durchgängig, aber wozu ist denn dann der Weg da? Das ist eine komische Frage. Ist der vielleicht hier im Gras? Der Hase tut mir irgendwie leid. Der wird bestimmt vom Tod gefressen. Ja, bestimmt. Ja, die hatten einfach so Hunger, die haben sich den nächstbesten Hasen geschnappt, konnten sich nicht zwischen einem dieser 30.000 Goombas entscheiden, haben sich die einfach den einzelnen Hasen geschnappt. An dem ist auch viel mehr dran, muss man so sagen. Wobei Goombas sind ja auch so pilzartige Viecher, Wesen. Und da denke ich auch, dass es dann in Richtung Kannibalismus geht. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass der Hase da oben in dieser... Da, wo dieses chinesische Level war, ihr wisst schon, dieses japanische, Entschuldigung, japanisch und chinesisch ist ja nicht dasselbe. Da gab es immer dieses Level und da, wo die Röhre ist, dann könnte da der Hase sein. Da will ich jetzt mal untersuchen gehen. Jetzt führe ich meine Razzia durch. Dam, 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 dam. Da, 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 dam, dam, dam. So, hier ist nichts. Das ist dann wahrscheinlich nur eine Höhe. Das war wirklich nur eine Höhe. Da müssen wir hier hoch. Genau, hier. Über das Dach. Da ging es lang und dann... So, hier um die Ecke, da müsste da diese unsichtbare Wand sein. Nein, hier ist unser Gott. Unser Gott. Da stand noch was. Warte mal, da stand noch was. Da stand noch was. Jumi. Ist das ein Pokémon? Ich bin mir da gerade nicht... Warte mal. Da ist ein Schalter. Ja, da war ein Schalter hinter. Das ist doch ein Pokémon, oder? Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Was macht denn der Schalter? Den will ich jetzt mal gucken. Da unten sind Blöcke. Okay. Wohin führen die? Führen die zum Wasserfall? Die führen... Aber ich habe was gesehen. Ich habe da einen Schatten im Wasserfall gesehen. Man versteckt ja immer gerne was hinter Wasserfällen. Jedenfalls fällt mir das so auf. Und hinter dem Wasserfall muss was sein. Das will ich mir jetzt aber angucken. Das will ich mir angucken. Vielleicht ist der Hase, den wir schon seit Ewigkeiten suchen. Jetzt verschwende ich hier die ganze Folge nur damit, den Hasen zu suchen. Also, ich glaube, das ist tickt hier. Wir müssen ja sowieso nochmal in die Fabrik. Da gibt es ja diesen... Ich glaube, dieses Level Factory of Time Problems. Kann es sein? Weil das würde dazu passen. Ich habe das aus der TXT gelesen. Und in der Fabrik könnte es ja irgendwie was... zu einer anderen Fabrik gehen. Also es kann ja sein, dass die Fabriken so miteinander connected sind und... keine Ahnung. Es ist nur Theorie. Und da können wir uns halt jetzt hinschießen. Mit Hilfe des... wie heißt es nochmal gleich? Der Kanone vom pinken Bob-Omb. So, aber ich will jetzt gucken, ob da der Hase ist. Der Hase, der muss da sein. Der gute Hase. So, ja klar. Nein! Nichts! Mach keine Wasser-Stampfattacke. Keine Arschbombe ins Wasser. Ja, das ist immer das Problem bei Mario, wenn der nicht gehorchen will. Komm, jetzt nur einmal, sonst muss ich echt hier... Wie heißt das Wort? Cutten. Sonst cutte ich das, weil das kann ja nicht sein, dass ich hier meine wertvolle Zeit damit verschwende, auf das hinterm Wasserfall zu kommen. Also im 64, im normalen Original, da war ja der Cap-Switch dahinter. Der grüne Schalterpalast. Man konnte da halt nicht nur so hin, also... man musste da anders hin, über die grüne Giftgrotte. Jedenfalls, in der DS-Version habe ich mir gedacht, man könnte auch von dort aus, vom Castle Grounds da hochkommen. Ist aber natürlich nicht so, sonst... ich habe da halt immer versucht, irgendwie vielleicht diesen Wasserfall erklimmen und irgendwie da reinzukommen. War nicht so, habe ich ewig lang dafür gebraucht. Ich mache jetzt mal F5. So, jetzt habe ich mir nochmal sehr viel Zeit gespart. Allein durch diesen Sprung.
Okay, und... Nein! Dafür haben wir den Safe State. Damit Mario sein Lebensschild und Spaghetti fressen kann. So, hier nochmal rüber da und... ja, das war genau das Richtige. Also ich hasse das mit den Blöcken. Also, nee, ich habe das über die Jahre echt gar nicht gut. Nee. Ich meine, wenn ich jetzt schon merke, wie oft ich hier eigentlich runter... Wow. Okay. Hier ist tatsächlich was. Okay, das war jetzt ein blinder Sprung. Und hier ist Kurs 6. Ja, ich... Hä? Wieso bräuchten... Warte mal, Kurs 6 war aber was anderes. Kurs 6 waren wir schon, ne? Das waren die, das war die Fabrik. Muss ich da vielleicht über die Fabrik hin? Wobei, das hat mir jetzt gesagt, das Schild hier, ich brauche 13 Sterne mehr. Okay. Ist schon komisch. Was sagt denn das Schild? Ja, bitte. Ich glaube. Das ist Sair, genau, weil das ist anders, das ist rückwärts geschrieben. Sonst wäre der große Buchstabe ja vorne. I just created a small nightmare out of your good memories of Sire. Oh, ja, natürlich ist es jetzt sehr toll, dass dieses Wort in die andere Zeile übergeht. Jetzt muss ich das erraten. Man, no good. Irgendwie sowas. Are, come in if you... Und, muss ich nochmal lesen. Ah, nein! Lest das doch mal richtig. Ich sitze hier so vor dem Bildschirm, weil ich lesen muss, ne? Ist klar. Come in if you... Are man, no God. Ja, wenn ich gottlos bin oder was. Ich kann das irgendwie nicht lesen. Bro Dude. Also das dürfte klar sein. Bro Dude, das kann man lesen an dem großen B und dem großen D. Ja, ansonsten, wenn ich hier alles rückwärts lesen musste, dann muss ich doch auch diese Zahl da oben rückwärts lesen, sonst wäre die 0 ja sinnlos. Also 60. Das heißt. Ich brauche wahrscheinlich 60 Sterne, da um reinzukommen, oder? Liege ich da richtig? Um zum Hasen zu kommen. Nee, der Hase ist da wahrscheinlich nicht. Das sagt mir jetzt irgendwie was von wegen gute alte Zeiten von Anzir. Autsch. Ja, das war sehr toll. Ich wollte eigentlich aufs Festland zurück. Dann werden wir uns mal angucken, wenn wir 60 Sterne haben. Aber wo ist jetzt der fucking... Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Der scheiß Hase. Scheiß ist immer noch besser. So. Kann ich mir einen BLG machen? Und... Ja, das geht nicht so ganz. Okay. Ja, ansonsten könnte ich mir den nur hier irgendwo vorstellen. Wo ist der? Da. Im Gras vielleicht? Oh, tatsächlich. Hallo? Hallo? Nee, ne? Ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, ich hab ein Self-State. Ha! Ey, aber was soll das jetzt? Wieso freest das Spiel immer, wenn ich irgendwo bin? Also, wenn ich zum Beispiel in eine Röhre springe manchmal, dann freest das Spiel. Aber das ist nicht nur bei dieser ROM so. Das war auch bei Star Revenge 0.5. Das war beim ersten Boss-Level. Wenn ich da reingesprungen bin, dann kam irgendwie ein Freeze. Ich gehe mal davon aus, dass es von meinem Emulator irgendwie geht. Von Project 64 irgendwie ein Fehler ist, aber... Kriege ich den Hasen überhaupt noch? Wo ist der? Da. Wow. Da hat er einen Goomba zwischen die Beine bekommen. Sehr schön, aber ich komme immer noch nicht am Hasen ran. Hallo, Hase. Hier muss ich vielleicht aus dem Level raus und wieder rein. Ja, wenn das jetzt nicht klappt, also... Bei dem Röhren ist es ja manchmal so, dass es mit einer Stampfattacke geht. Aber ich glaube nicht, dass ich einen Hasen mit einer Stampfattacke kriegen kann. Oh mein Gott. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen stressig. Stressig. Ja, komm, bitte. Jetzt schnappt ihr den Hasen einfach. Wie soll ich denn dann die 100% schaffen? Was soll das denn? Oh, und ich habe auch schon in den Settings geguckt, ob da vielleicht irgendwas falsch ist. Aber nee, in der Nähe vom Hasen, da ist der... Ist der down. Naja, das ist... Naja, egal.
Wir sehen uns gleich in der Fabrik, ne? So, da bin ich wieder in der Fabrik. Wir sprechen jetzt erstmal den blauen Bob-Omb an. Der öffnet uns nämlich die Kanone. Ja, mach mal, Alter, ne? Ich bin jetzt so ein bisschen leise, was daran liegt, dass wir ein bisschen spät nachts haben. So 1 bis 2 Uhr, ne? Ich hoffe, das macht jetzt keinen großen Unterschied in der Tonqualität. Da ich das alles noch schneiden muss, hoffe ich, dass es relativ gut ankommt. Meine Videos sind allgemein so ein bisschen leise. Ups, das ist jetzt ein bisschen fällig gewesen, dass ich da jetzt runtergefallen bin. Also öffne nochmal schnell. Ja, mach mal. Es kann jetzt so ein bisschen sein, dass es, dass vielleicht der Ingame-Sound ein bisschen zu laut ist. Wobei, so großen Unterschied spreche ich jetzt auch nicht. Ja, muss man mal gucken, ne? Ich werde mal schauen. Ich kann jetzt auch selbst jetzt benutzen, um nicht nochmal die Kanone laden zu müssen. Auf jeden Fall ist die Kanone, ist der Bob-Omb. Der befindet sich da hinten an der einen Stelle, wo dieser Stern war, mit den Röhren. Da war dieser Chuck, ja, den sind wir in die Arme gesprungen, sozusagen. Und ja, dann muss man halt nur ausweichen und die Kiste auch noch kriegen. So, jetzt gehen wir aber mal zurück zum Loch. Zurück zum Hobbit-Loch und springen erstmal bei den Hifu, damit er uns nicht umbringt. So, auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal den Boss besiegen? Nein, eigentlich erstmal das Boss-Level schaffen. Wir müssen uns auch beeilen. Schließlich ist die Folge ja schon 10 Minuten dank dem Hasen lang. So, was ich hier schon weiß, ist, dass man unbedingt da an diesem Pfahl schießen muss. Weil, ich habe jetzt erstmal so gedacht beim Nicht-Testlauf, ich habe davon einen Testlauf gemacht, also hier diesen kleinen Abschnitt, und da ist es so, ich habe gedacht, dieser, das wäre hier ein Durchgang und das hier eine Wand wäre und dass ich mich einfach an die Wand schießen kann und ja, dadurch dann mich sicher fühlen kann, aber das war nicht so. Nee, man muss sich direkt an die Stange dran schießen und somit, ja, somit ist es halt einfacher zu überleben. Wenn man nicht, wenn ich mich jetzt wie im Testlauf an die Wand geschossen hätte, wäre ich da in die Lücke gefallen, da zwischen diese Lücke. Ist allerdings eine optische Täuschung, also man kann da leicht drauf reinfallen. Ja, das war's eigentlich. Ich sollte mich beeilen. Hier nochmal ein Dreisprung, das ist sehr gut. Und dann kann man hier nochmal rein. So, ich mache jetzt auch mal ein Safe State am Anfang des Levels, falls wir ein Game Over einstecken, weil kann ja immer mal passieren. Allerdings werde ich jetzt nicht versuchen, irgendwelche Safe States zu setzen und auch sie zu benutzen. Das wäre ein bisschen, ja, ich probiere es lieber erstmal auf normalen Wege. So, hier ist die erste rote Münze, das war nicht schwer. Hat man gesehen, und hier ist ein Kettenhund. Gut. Allerdings, dieses Level habe ich auch schon gesehen in einem Arch. Aber was war das noch? Es war auch wieder im Video, ja. Also man lässt sich durch Videos ja ganz leicht spoilern. Ganz klar. So, und hier müssen auch irgendwo Kugeln runterkommen. Von da aus weiß ich dann nicht mehr so viel. Weil da habe ich dann abgeschaltet. Ich wollte mich da nicht mehr so viel drauf festsetzen. Das hier ist übrigens die Factory of Time Problem. Kann man hier nachlesen. Wunderschön. Und scheint auch ein Abschnitt von dieser Fabrik zu sein. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es lang geht. Da hinten ist nur eine rote Münze. Aufpassen vor dem Feuerspucker und dann hier nochmal zur roten Münze rüber. So. Da drüben haben wir noch eine. Dann geht es anscheinend hier oben weiter. Hier oben. Ich sage immer sofort oben, weil... Also oben mit H. Das habe ich mir so angewöhnt. Ja, also warum ich jetzt so leise bin, ist einfach... Ich spiele ja hier, wie gesagt, wenn ich es gesagt habe, keine Ahnung, wenn nicht steinigt mich, dann, es ist einfach so, es ist so übelst spät, ja, und ich muss doch irgendwann mal eine Folge rausholen, ist ja klar. Und das mache ich lieber dann abends, wo ich die Ruhe habe, wo ich, da komme ich mit einem Schalter durch, ne? Gut. Ja, wahrscheinlich, das ist dann wahrscheinlich der Boss. Sagt mir vielleicht nochmal das Schild, aber ich weiß nicht so genau, kann sein. So, wir müssen erstmal den Schalter finden. Wow, er ist ja wirklich slippery hier. So, dann müssen wir hier nochmal rüber springen. Ja, und um 1, 2 Uhr kannst du halt nicht hier so rumkrakeln und schreien, Mario, jetzt mach diesen verdammten Wandsprung. Das würde bei den Nachbarn nicht so gut kommen, nee. Also, es gibt ja schon Beispiele, die belegen, dass es solche Fälle gibt. Gronk zum Beispiel. Das ist auch mal passiert, ja, ist klar. Dass ich irgendwann die... Beschwerden entgegenkommen. Ist klar, ich meine, es ist... Oh, ein Buch. Ja, es hängt auch von der Menge ab, ne? Ich meine,
Wenn du stundenlang wirklich die ganze Nacht da rumschreist, dann ja, ist die Chance natürlich höher, dass dich die Nachbarn erwischen, als wenn du jetzt ganz einfach hier ja mal eben so ein kleines Ründchen aufnimmst. Da hinten müssen wir noch irgendwie in die rote Münze kommen. Kommen wir anscheinend durch einen anderen Raum hinzu. Also rein. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. So, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Achso, da. Ja, beim Chakya natürlich. An jeder Ecke ein Chakya? Was bei mir so immer das Problem ist, da weiß ich nicht. Ich habe ja diesen neuen Preview hochgeladen vor ein paar Tagen, ne? Und da hatte ich das Gefühl, ich hatte, nee, nicht das Gefühl, sondern mehr das Verlangen, in jeder Ecke, wo man nur irgendwie runterfallen kann, oder einen schmalen Weg hatte, dass ich da irgendwie ja einen Flyger setzen wollte, der Feuerspuck, weil das wäre einfach, ja klar, es ist Kurs 14 und soll dann auch dementsprechend etwas schwieriger sein. Schwerer? Schwieriger? Das eine hat irgendwas mit Gewicht zu tun, das andere irgendwie mit, ja, Schwierigkeit. So, da hinten ist noch die letzte rote Münze. Ja, ansonsten kommen wir dann wahrscheinlich da über die Röhre dahin. Müssen wir mal gucken. Ja, also da hatte ich einfach dann den Bock, irgendwie vielleicht ein paar Flygeists mehr reinzusetzen, aber das laggt auch übelst. Ich weiß nicht, woran das momentan liegt. Das ist ekelhaft. Ja, ja. Ja, ja. Hier haben wir wieder die Donkey Kong Factory Musik. Factory kann sein, ich weiß jetzt nicht so genau. Ich habe Donkey Kong 64 noch nie gespielt. Ich, böser Mensch, dass ich das nie getan habe. Ja, werde ich wahrscheinlich irgendwann. Doch, ich bin ja auch nicht mit aufgewachsen. Da bin ich eher mit der PlayStation aufgewachsen. Ja, und irgendwann bin ich dann zu Nintendo übergegangen. Normalerweise ist es ja immer andersrum, dass dann mit dem Alter dann irgendwie die PlayStation dann doch cooler ist, hier, weil sie mehr Leistung hat und bessere, bombastischere Grafik. Grafik ist auch nicht alles, jetzt mal im Ernst. Also, ja, ja. Außerdem hat man. Ach so, wieder Glas, ne? Hat man meist zu wenig Spiele dafür, für die Konsolen. Also keine Exklusivtitel, jetzt zum Beispiel Mario. Ja, hat man für die Wii U. Klar, Mario wird dann vielleicht auch ein bisschen zu oft supportet. Ich habe voll Angst, jetzt irgendwie in eine Lücke reinzufallen. Weil wir haben ja mitten in der Nacht und ich... Ah, ich weiß schon. Ich glaube, rechts ist da so eine kleine Lücke. Ich finde das so kacke. Und das dauert auch immer 2 Stunden an, bis dann mein Lichtschein kommt. Oh, ist das krank. Hier rüber. Hier mal erstmal den Buhu ausschalten. Ich hasse solche Stellen. Ja, mitten in der Nacht, da kannst du halt schlecht sehen. Jetzt erstmal. Oh, ich weiß nicht, wo lang da. Könnte auch sein, dass jetzt noch eine Lücke kommt. Wobei, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob hier überhaupt Lücken sind. Auf dem Goomba kann ich stampfen, ja, der ist ja sicher. So, dann kann ich hier lang. Ich habe auch extra mal so ein bisschen an der Audioqualität. Ja, nicht Qualität, aber in Einstellungen im Emulator herumgedoktert. Ich könnte hier auch. Ich weiß nicht, kann ich hier ducken? Funktioniert hier dieser Duck-Trick? Ja, Goomba, bitte töte mich nicht. So, hier haben wir noch einen Flyguy, von dem ich gerade geredet habe. Boah, also ist wirklich. Hier ist der Schalter. Das ist wirklich eine Sache Fingerfertigkeit und Präzision und was weiß ich nicht alles. Und Nachtsichtaugen vor allem. Ja. So, wollte ich noch was sagen? Ich weiß es nicht. Ich wäre eigentlich jetzt so bereit, ein Selfie zu setzen. Ja, komm, machen wir mal F5. Ich habe ja das Level schon fast geschafft und das jetzt alles nochmal zu machen, das wäre jetzt nicht so die... Ah, würde mich nicht so freuen. Allerdings, wo ist der Stern? Ist der da drüben? Am Eingang? Ne, der müsste dann da an der Röhre sein, ne? Hoffentlich. Ja. Springen wir mal hier wieder rüber. Er ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung, jetzt so mitten in der Nacht mal. Ja, da war der Fail. Und unnötig noch dazu. So. Er ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung, so mitten in der Nacht mal ein Part auf. Ach, das jetzt. Das ist ja wieder typisch, ne? Sobald ich die Möglichkeit habe, einen Safe-Set zu laden, da stellt er sich an wie der erste Mensch. Ja. Das ist eine neue Erfahrung. Es gefällt mir eigentlich, ja. Ich bin zwar todmüde irgendwie,
Aber ich muss morgen halt die Folge rausbringen, mindestens morgen, weil... Ja, allzu spät sollte es jetzt auch nicht sein. Ich hoffe, das bringt mich jetzt nicht wieder ganz zurück. Doch, das bringt mich raus, oder? Nö, okay. Ja, ist ein netter Stern. Das ist wieder einer dieser Wind-Sterne, die mich gehen lassen. So, was steht auf dem Schild? This pipe leads to a boss fight. Ja, hätte ich auch drauf getippt. Ja, bitte, Mario, lies das Schild nochmal, weil wir es nötig haben. Am besten stellst du dich noch hinters Rohr und liest das Schild. So, bin jetzt in dieser... Ja, in der Fabrik. Piep. Mama Luigi's Pizza, what do you have to... Was hast du bestellt, Mario? Bereitet das Treffen vor. Do you want... willst du eine große oder kleine Pizza? Dein Ende, dein Verderben, dein Tod. Ach ja, ist Bossfight halt, ne? Eines unserer bekannten Bosse wahrscheinlich. Ah, echt. Um diese Zeit will ich nicht neu übersetzen müssen. So, es sieht aus wie Bulli... Nee, Bulli-Kampf hatten wir schon. Vielleicht sind es ja diesmal... Ja, was könnte man... Also, Bob-Omb würde ich nicht so erraten, weil dann könnte man mich direkt reinschmeißen. Ach, die Handroids, okay. Ach, Handroids, das sind, Zyklaps, genau. Zyklaps. Ah, Zyklaps, ja. Ich kenne euch noch. Oh. So, natürlich müssen wir uns jetzt erstmal vorbereiten. Ja, du kannst mich sehen. Ich kann dich auch sehen, weil du real bist. Ja, also du bist auch hier vor Ort. Ist auch schön, dass du anwesend bist. Ich bin hier schon halb im Tiefschlaf. Ah, das war der Fehler, auf den wir gewartet haben. Hey, die Zyklaps, die können sich ja auch irgendwie verbuggen, indem sie jetzt an die Kanten irgendwie reinspringen. War jedenfalls in Star Road so. Ob das jetzt hier so wäre, keine Ahnung. Ach komm, was ist denn hier los? Das ist ein ganz komischer Bosskampf. Normalerweise müssten die doch schon direkt auf mich zukommen und ihre Hände präsentieren, ihre Augen. Ganz komisch heute sind die drauf, komm. Nein, aber die müssen erstmal hier nochmal stampfen. Vor allem ist es hier alles slippery, das mag ich nicht. Ach nee, warte mal, ich muss ja dahin. Stimmt. Das ist ja erst, wenn die gestorben sind. Wenn jetzt einer weg ist, dann machen sie ja die Taktik. Stimmt. Ich bin schon total durcheinander. Typisch für diese Uhrzeit, ne? Dann kommt man nicht sofort mit klar. Ja gut, dann warte ich jetzt mal auf die Seite, auf der Seite. Ja, ist auch dämlich gemacht hier mit den ganzen Feuerspeiern, weil die zeigen ja direkt in die Augen. Na komm, das ist jetzt nicht witzig. Ah, ich bin kein Fan von diesen Feuerspeiern. Die sind eine schlichte Idee. So, ich wäre auch dafür, jetzt für jeden Hit ein Safe-State zu setzen, wenn es denn möglich ist. Ja, bitte. So. Ja, das ist so dämlich hier mit den... Die Collision ist einfach so verbuggt. Aber die ist eigentlich genau dieselbe wie damals. Er liegt vielleicht daran, dass der Boden hier auch so verdammt slippery ist. Ach komm, jetzt bin ich daran gestorben, weil der hier noch 10 Stunden lang hüpfen musste. Ja komm, ich finde... Doch, da muss irgendwas geschehen sein. Es ist nicht normal, dass sie so rumhüpfen, oder? Ja, bitte mach die Hand auf. Und verbrenn Mario. Wobei er überlebt. Also sobald wir jetzt den letzten Treffer starten, ist er auch besiegt. Weil dann wird er automatisch auf mich zukommen und versuchen uns umzubringen. Hier, zack, der letzte Treffer, der daneben ging. Weil er unbedingt sein Feuerautomat nochmal anschmeißen musste. Ich finde das total kacke, die Bosskämpfe so hinauszuzögern. Mit Feuer! Boah, meinetwegen, stirb halt so. Such dir die Art aus. So. Das ist ganz komisch. So, einmal noch, dann bist du down. Hast keine Möglichkeit mehr. Ach, bitte. Bitte geh endlich sterben. Der möchte es noch hinauszögern. Der möchte es noch. Weil die bewegen sich hier ganz komisch. Ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsbosskampf. Im Original schon. Da war der schon. Also nicht mein Lieblingsbosskampf, aber der war um
einiges netter, als machen wir mal hier Self-State. So, jetzt müssen wir nur noch den Stern kriegen. Den wir schon haben? Ja doch, den haben wir schon. Liegt aber auch daran, dass es hier nur ein Schlüssel ist. Komm. Jetzt zu guter Letzt nochmal sterben, das geht hier nicht, Mario. Schnapp dir den Stern und hau hier ab. Da haben wir in diesem Part ja doch nochmal was geschafft. Ach bitte, Mario. Vermassel das jetzt nicht. Es ist spät nachts und du musst dir nochmal zehnmal diese Szene zeigen. Nee, nicht mit mir, Mario. Nicht mit mir. So. Ja, dann würde ich sagen, das war's von dieser nächtlichen Aufnahme. Vielleicht werde ich noch ein paar hinten dran hängen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht gehe ich jetzt auch pennen. Na, bis zum nächsten Mal. Tschüss.